Der Surgeny One kommt mit einer Bodenplatte für Panoramaaufnahmen als Drehteller. Da dreht er sich auf dieser Platte, wenn man das auf ein Stativ schraubt. Mit einer Bodenplatte mit dem Seil, dem er sich zum Beispiel über einen Slider zieht. Die Länge reicht für ca. 1,40 m, 1,50 m. Man kann aber auch längere Seile beziehen. Um das Seil am Ende des Sliders zu befestigen, gibt es zwei solcher Halterungen mit Klettbändern. Ein USB-Ladekabel Type-C und so ein Täschchen mit der Aufschrift SIRP. In meinem Fall schon ein bisschen kaputt, aber das macht nichts. Das ist wohl gedacht auch zum Reinigen. Es ist wie so ein Mikrofasertuch. Ich habe hier einen Neberslider, 1,20 Meter lang, und da baue ich jetzt mal das ganze Teil drauf. Hier habe ich einen Adapter drin, weil das eine 1/4 Zoll Schraube ist. Und raufschrauben tue ich das hiermit. Hier haben wir die Seiten gekennzeichnet, Plus, auf der anderen Seite Minus, also in dieser Richtung muss der montiert werden. Schraube das ordentlich fest. Da setze ich jetzt den Slider drauf. Hier soll man darauf achten, dass hier nichts Oranges mehr zu sehen ist. Deshalb drücke ich den Riegel mal ganz rein und er sitzt bombenfest. An den Enden soll man diese Halterung jetzt mit Hilfe der Klettbänder anbringen. Die Idee bei SIRP laut Video ist einmal so rum und einmal so rum. Aber ehrlich, da habe ich was Besseres. Also weg damit. Die werde ich nicht wegschmeißen, aber für diesen Zweck werde ich die nicht verwenden. Es gibt diese wunderbaren Schraubzwingen im Fotozubehör. Den halte ich einfach hier direkt dran, setze die Klammer von unten davor, schraube sie fest. Wir können das auch noch ein bisschen aus der Mitte rausschieben. Und das sitzt bombenfest. Ich habe es natürlich auch hiermit probiert, aber das sitzt nicht so fest wie mit dieser Schraubzwinge. Es gibt immer ein bisschen nach, sodass das Seil nicht immer optimal gespannt ist. Und das ist nicht ganz unwichtig. Machen wir noch die andere Seite. Auf der anderen Seite habe ich das Seil auch schon eingehängt. Und jetzt spanne ich das auch hier. Hier beklemmt sich das. Das Ende, das kann ich irgendwo rumhängen, damit es nicht so wild in der Gegend rumhängt. Ich könnte hier immer noch unten ein Stativ anbringen. Im Zweifelsfall hat auch diese Klammer unten noch eine Schraubfassung, um auch dort ein Stativ reinzuschrauben. Also auch das würde dadurch nicht behindert werden. Und das sitzt bombenfest. Hier können wir jetzt einen Stativkopf draufschrauben. So, setzen wir mal unsere Kamera drauf. Das ist in diesem Fall Sony A7 R4, die wir auch gerne gleich mal anmachen. Und ein bisschen ausrichten. Und ich schalte den Surgeny One ein. Gesteuert wird das Ganze mit der App von SIRP. Und hier haben wir es, Genie 2. Ich gehe auf Connect und da haben wir den Genie 1. Ich verbinde das mal. Jetzt sehen wir, es ist verbunden und ich kann hier auf Create Content gehen. Und mit Live Drive kann ich den hin und her fahren. Das ist jetzt tatsächlich die maximale Geschwindigkeit. Da ich überwiegend Zeitraffer mache, ist das für mich vollkommen ausreichend. Auch für Kamerafahrten ist das eine ausreichende Geschwindigkeit. Wenn ich auf Keyframes gehe, ein neues Setup mache, dann bestimme ich einen Startpunkt
Jetzt gehe ich mal nach links. Hätte ich natürlich auch rechts machen können. Sag einfach mal, hier soll es anfangen. Start, der Endpunkt. Den setze ich mal hier fest. Dann, und hier auf dieser Linie sehe ich jetzt, wie der Zirpgeny One läuft. Der wird jetzt gleich stehen bleiben. Der kleine rote Punkt ist hier angekommen. Und wenn ich jetzt hier oben auf Testlauf drücke, dann fährt er genau diese Strecke ab. Es ist relativ leise. Wenn ich ihn natürlich noch langsamer mache, also mein Mikrofon direkt auf der Kamera hat, denke ich mir, könnte man ein bisschen hören. Also entsprechend langsamer einstellen, dann hört man ihn gar nicht mehr. Bei Zeitraffer natürlich gar nicht. Was ich machen kann, ist, ich könnte Keyframes setzen, aber viel interessanter ist der Ping-Pong-Modus. Und jetzt fährt er diese Strecke immer hin und her. Und wenn ich auf Aufnahme drücke, bei der A7R4 kann ich den Zirp direkt mit der Kamera verbinden. Zumindest was Zeitraffer angeht, funktioniert das gut. Mit der direkten Verbindung, dass auch Videoaufnahmen gesteuert werden, habe ich noch nicht ausprobiert. Aber wir sehen, das läuft jetzt hin und her. Stoppen wir das Ganze mal. Ich habe verschiedene Parameter. Ich kann zum Beispiel, wenn ich mit dem Balken hier irgendwo hinfahre, sagen, an der Stelle möchte ich gerne ein Keyframe setzen. Und es etwas schneller machen. Und hier noch ein. Ja, da will er nicht mehr. Und jetzt schauen wir mal an, wie das läuft. Jetzt sind die Geschwindigkeiten leicht verändert. Da muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Wenn ich da neue Erkenntnisse habe, werde ich das natürlich auch mal mitteilen. Wenn ihr Interesse daran habt, sagt mir bitte Bescheid. Gucken wir uns das mal kurz an. Na, erstmal muss er zurück. Sollte sich eine kleine Geschwindigkeitsveränderung ergeben. Genau, hier wird er langsamer. Auch interessant, hier oben kann ich die Geschwindigkeiten einstellen. Ich kann also sagen, er soll 15 Sekunden laufen oder 10 oder 5. Das lässt sich einfach mit Plus, Minus einstellen. Und das Ganze ist sehr praktisch. Framerate, ich kann die Film-Framerate hier einstellen und da stehen mir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Bei 60 FPS hört es auf, aber fängt bei 1 FPS an. Das will ich natürlich nicht, sondern ich stelle mal 24 FPS ein. Wenn ich nicht Video machen will, sondern Zeitraffer, dann stelle ich einfach Timelapse ein oder Stop Motion, das geht auch. Da werde ich aber noch ein extra Video drüber machen mit den ganzen Einstellungen hier. Und vorerst belassen wir es mal mit der Steuerung hier, aber ich habe noch was zu zeigen, was auch ganz interessant ist. Gehen wir erstmal hier raus. Richtig interessant wird es, wenn das Pan and Tilt Bracket mit dazu kommt. Denn dann kann ich nicht nur auf dem Slider hin und her fahren, sondern auch
die Kamera drehen und in der Tiltbewegung verändern und programmieren. Ich habe bei dem Genie 2 ein Kabel reingehängt mit der Powerbank, weil der Akku ziemlich leer war und jetzt ich auf diese Art und Weise das verwenden kann. Das ist übrigens sowieso sehr praktisch, weil man kann, während man es verwendet und die Akkus leer sind, eben mit einer Powerbank laden. Diese hier, die hat zwei Anschlüsse. Wenn ich noch eine zweite hätte, dann würde ich also alle drei Teile mit Strom versorgen können. Jetzt schreiben wir mal die Kamera hier oben drauf. Das ist wieder die A7R4 mit dem 16 bis 35 G-Master oben drauf als Objektiv. Und die können wir spaßeshalber auch mal anmachen. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt passiert. Erstmal würde ich die Powerbank in die Mitte legen und mit der Kamera ein wenig weiter weggehen. Die ist übrigens auf dem Ronin SC. Gehen wir mal wieder in die App und Connect. Und jetzt sehen wir alle drei, Genie Mini 2, Pan, Tilt und Genie 1. Das verbinde ich jetzt alles mal. Und hoffe, dass der Akku der Alpha 6000 noch ein bisschen reicht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich Content mache. Create Content. Wenn ich jetzt auf Live Drive gehe, habe ich wieder diese insgesamt drei Balken und Pan, Tilt und One, also linear, und kann sowohl hin und her fahren. Als auch die Kamera bewegen, sowohl rauf und runter, links und rechts. Gehen wir mal zurück und noch weiter zurück und jetzt machen wir mal eine Geschichte mit Keyframes. New Setup und ich möchte gerne eine kleine Kamerafahrt machen. Und hier soll es anfangen. Start. Die Kamera soll ein bisschen nach rechts gucken, ein bisschen runter. Ich sag, passt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Endpunkt und da fahre ich sie einfach mal hier hin. Und die Kamera soll nach oben gucken und nach rechts. So, hier haben wir den. Dann. Hier sehen wir jetzt die verschiedenen Linien und auch da können wir Keyframes setzen. Ich kann mich entscheiden zwischen Video, Timelapse, Stop Motion. Jetzt fährt sie erstmal zurück an den Anfangspunkt. So, jetzt haben wir die erste Position und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, die ich machen kann. So, Video wollen wir machen. Jetzt muss ich mal eben den Akku wechseln. Fangen wir nochmal kurz an. Auch hier könnte ich Keyframes setzen. Wenn ich also zum Beispiel Panorama, wenn ich da eine Veränderung möchte, gehe ich einfach mit diesem Reiter hier dorthin, wo der Keyframe hin soll. Und jetzt sage ich Keyframe und ich kann hier zum Beispiel eine beschleunigte Bewegung machen. Wenn ich einen zweiten setzen will, gehe ich eben nochmal woanders hin, setze da einen Keyframe. Boom. Das Ganze geht natürlich auch mit Tilt und geht auch mit Linear. Und das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Spaßeshalber kann ich auch mal die Kamera anmachen hier. Video habe ich mir... Die Videofunktion habe ich mir auf den Fotografieknopf hier vorne gelegt, wenn die Kamera auf Film eingestellt ist. Das geht ganz gut und das mag ich gerne. Und jetzt sagen wir einfach mal Film ab.
und zurück. Es war natürlich eine sehr schnelle Angelegenheit, aber hier haben wir auch die Möglichkeit, eben zu sagen, ich möchte das Ganze jetzt in 20 Sekunden ablaufen lassen. Also auch hier können wir die Geschwindigkeit einstellen. Okay, es dauert ein bisschen, bis das offensichtlich hier drin ist und dann können wir es nochmal machen. Und jetzt läuft das mit halber Geschwindigkeit. Ich kann übrigens auch einstellen, wie smooth es beginnt, das anfängt. Das lässt sich also in ganz kleinen Schritten auch einstellen. So, wenn mir der Weg zu kurz ist, dann kann ich natürlich sagen, ich möchte gerne mehr Länge haben. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, kann ich hier oben eben halt sagen, ich möchte nicht, dass es 0,44 Meter sind, sondern ich möchte gerne, dass das Ding ein bisschen weiter fährt. Ich sage okay. Und schon sehen wir, ist es hier weiter nach hoch gegangen. Wir können das also sehr genau einstellen. Das war's erstmal. Weitere Einstellungen zeige ich euch in einem anderen Video. Ich war natürlich mit dem Zip One und dem Pan and Tilt Bracket schon unterwegs und habe den einen oder anderen Zeitraffer gemacht. Das zeige ich euch natürlich auch in einem anderen Video. Wir fahren aber gemeinsam los. Ich zeige euch, wie ich es aufbaue und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr Interesse an diesem Motion Control System habt, stellt mir gerne eure Fragen in den Kommentaren, ich werde sie gerne beantworten. Und ansonsten freue ich mich auf euch beim nächsten Video. Daumen hoch, freut mich auch sehr. Abonnieren natürlich noch mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.